Hallo liebe Naturfreunde und Tierfreunde. Ich dachte, wir machen mal ein neues Update. Es sind jetzt 14 Tage vergangen, was alles so bei uns passiert ist. Ja. Der Willi wurde teilweise geschoren. Jetzt sieht er wie eine Giraffe aus. Ich habe halt mit normaler Haushaltsschere geschnitten. Habe extra Handschuhe angezogen, aber hat nichts geholfen. Habe doch Blase bekommen. Jetzt, wenn es so ist. Und mit Maschine weiß ich nicht, ob er nicht Angst hat, sich zu scheren. Der Kleine wächst und gedeiht. Und das andere Mädchen hat heute irgendwie ganz andere Laune. Ich weiß nicht. Baby haben wir immer noch nicht. Ob es kommt, ich denke schon, so wie das Bauch aussieht. Ja, Mädchen, kriegst du? Sie frisst auch heute nicht so stark. Ja, obwohl die haben heute richtiges leckeres Menü, ja, habe denen verschiedene Körner gekauft, Mais, Weizen wieder, Hafer, alles mögliche, gell, Oskar, die Oskar, ja, haben ja auch ein bisschen geschoren, gell, ja, und der Willi sieht wie gesagt wie Giraffe aus, Willi, ja. Aber was Interessantes ist, ja, das ist der Baby seine Mama und der Onkel. Und das ist der Babylein. Gell, das ist die Babylein. Ja. Dann kann man streichen, der hat nicht mehr so viel Angst. Vielleicht bekommt er doch Charakter von Mutter. Komm mal her. Da hast du noch so viel Mais. Guck mal. Ja. Schaut mal, bei dem wachsen die Hörner. Der sieht wie ein kleines Teufelchen aus momentan. Gell? Obwohl er ist kastriert. Also wenn wir Oskar betrachten, er hat keine Hörner. Und bei dem Kleinen wachsen die Hörner. Ja, die Hoden sind abgefallen. Hier sind keine da. Gell? Ja. Schnuckelchen. Die Johnny. Ja, wenn wir betrachten den Oskar, bei dem wachsen keine Hörner. Und der ist ja auch kastriert. Ja? Und du bist ja auch kastriert, nur leider als Erwachsene schon, gell? Ja. Und bei dem wachsen stundenweise, glaube ich, die Hörner. Also langsam habe ich Selbstrespekt von denen. Ja. Und das Mädchen geht raus. Na, was ist mit dir los? Ha? Was ist mit dir los? Muss man dich vielleicht fangen und doch schauen. Ja. Da ist halt kein kopierter Schwanz und dann kann man halt schlecht sehen und so viel Wolle. Was ist los? Und so sieht das Grundstück heute. Ja, langsam wächst das Gras. Ich weiß nicht, Balle und Nancy schimpfen. Das Wasser kriegen die jeden Tag. Und da habe ich denen zwei Bäume abgeschnitten. Also von einem Baum zwei Äste. Das ist auch wunderschön bearbeitet, der Ast. Ja, die essen die ganze Birke weg. Und da kriegen die Abtrennung, weil da wird etwas gepflanzt oder gezüchtet. Ja, und da habe ich zwei Oberteile mit meiner Kettensäge abgeschnitten. Ja, ein bisschen zu wenig Gras, aber da auf dem normalen Grundstück, wo nicht die Schafe sind, wächst das Gras, kriegen die immer gemäht und kriegen immer frisches Gras, gell? Schnuckelchen, ja, du bist der Angsthase, gell? Du bist der Größte, ne, der Willi ist jetzt der Größte. Ja, ein braver Junge, gell? Du bist braves Junge, ja. Gehen wir schauen, was ich da für dich gebastelt habe. Komm, was ist mit dir los? Kriegst du vielleicht morgen? Oh, mein lieber Mann, da wird gekackt. Jemand hat schlechte Verdauung. Jemand hat ein bisschen Durchfall gehabt. Ich habe den Zaun gebaut,
aus den Ästen. Ich denke, es hat fast gelungen. Hier ist noch ein bisschen. Mein lieber Mann, Nancy! Da haben wir unsere. Wir haben hier Nussbaum. Ui, aber die schaffen es, das kaputt. Katastrophe. Der Weg ist bald im Liegen. Und der war bei uns zu Hause groß. War für die Stadt ein bisschen zu groß. Da haben wir ihn umgepflanzt, zugebunden, dass die Schafe nicht fressen. Was haben die da gemacht? Die kommen doch überall dran. Ja, und der ist abgefressen. Mein lieber Mann. Ach, das muss ich euch Story erzählen. Da haben die Hunde sich Durchgang verschaffen von dem Grundstück auf das Grundstück. Und dann ging der Kleine, der Lahm, auch immer rüber, da dort ein wunderschönes grünes Gras ihm auch reichende Menge ist. Und die Große haben das Loch noch größer gemacht und eines Tages waren die fast alle. Hier haben die Schafe sich das große Loch gemacht. Wir sind alle rüber. Und natürlich haben die sich gut bedient. Machen wir aus. Die Story geht weiter, was ich euch zu erzählen habe. Ich hoffe, es ist auch interessant. Balu, willst du rüber? Komm, nimm sie. Balu. Geh rüber. Nancy hat GPS-Signal an. Ja, da die immer Loch findet. No, jetzt, Gott sei Dank, die letzte jetzt 2-3 Wochen kein Schlupfloch gefunden. Ja. Natürlich. Da habe ich doch was gepflanzt gehabt. Wo ist das hin? Komisch. Hat Opa rausgerobbt oder was? Naja. Komisch. Da fehlt etwas bei uns. Da hat jemand ein Beet vorbereitet. Nancy! Nancy! Kugelhupf! Wir hätten dich Kugelhupf nennen müssen. Der Knoblauch wächst und gedeiht von Opa und Oma. Und unsere Obstbäume wachsen. Und ich habe euch doch in einem Video über Spitzkohl erzählt. Es ist so gut angegangen. Und jetzt muss ich zeigen, was daraus geworden ist. Ja. Ist nichts mehr übrig. Da. Man sieht nur die Pfoten vom Schafen. Ja, Unterschild, Spitzkohl. Ich weiß nicht, ob da was wird. Vielleicht. Doch, 1, 2, vielleicht kommt noch 3. Ich weiß nicht, ob von denen was kommt. Also die Schafe haben das schnell gefunden gehabt. Ja. Oh, Kartoffelwächst vom letzten Jahr. Oh, jemand hat hier ein Bäumchen gesetzt. Okay. Schön. Wow, perfekt. Mein lieber Mann. Und das. Ah, warum haben die das zugemacht? Weiß ich nicht. Egal. Da wollte ich euch noch was zeigen. Wir haben hier einen Mitbewohner, der Maultier heißt. Ja, und der versaut uns die ganze Wiese hier. Ja, er macht gewaltige Löcher. Und was ich gemacht habe, ich habe gemahlene Reste vom Kaffeebohne und Schnitthaare von Hunden, von Menschen reingegraben. Und da, wo ich reingrabe, da kommt er nicht mehr raus. Also tatsächlich, er gräbt ja nicht. Ja?
Aber er gräbt immer wieder woanders. Ich weiß nicht, was man gegen ihn machen kann. Hm. Ah ja. So sieht. Wie Windpocken sitzt auf unserem Grundstück hier. Ja. Und das war Pfirsich, der hat so schön geblüht. Das ist wie Lelefee gewesen. Ja, und dann kam doch ein bisschen frostig und ich glaube, ist doch ein bisschen abgefroren. Nun schauen wir, was Leben zeigt. Unsere Narzissen. Wunderschöne Blumen. Und dann ist so ein Schild. Fast so warm wie in Tallinn. Spaß. Ja, hier sind super Lilien. So sieht unser Garten aus. Ja. Nächstes Mal mache ich euch Video wahrscheinlich im Gewächshaus. Da wird auch immer schöner und wächst schon ein paar Sachen. Wenn man es überlegt, hier war auf dem Grundstück nur Brennnessel und Brombeere. Ja, jetzt wächst alles Mögliche. Da will ich eigentlich Blumen pflanzen, aber ob ich dazu komme, ist halt eine andere Sache. Naja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!